Hallo und herzlich willkommen zu Inside mit der tolle Igel. Ich bin noch ein bisschen verstört, weil ich auf einmal einen Menschenhaufen spiele. Ich bin nicht mal sicher, was ich genau darstellen soll. Die Hunde trauen sich auch nicht so richtig an mich ran. Okay, irgendwas muss ich da jetzt wohl rauflegen. Okay, hat mir nicht gerade noch diesen Balken? I'm just too confused to be alive, irgendwie. Oh nein, ey, das ist ja echt. Aber wie animiert das Ding ist, das ist ja echt krank, Mann. Und bam. Und da stirbt ein bisschen was von mir, aber das ist egal. Mach die Tür doch auf. Was willst du von mir? Geh wieder hoch. Mach dir jetzt die Tür auf. Warum lässt er mich rein? Okay, also er will mir anscheinend schon helfen. Aber warum helfen die mir? Oh mein Gott. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Irgendwas müssen wir vorhaben. Hä? War das richtig? Alter, das ist. Das ist so strange. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sich das steuert. Du bist halt dieser Fleischball und es steuert sich irgendwie richtig. Und das ist komisch, dass sich das richtig steuert, weil das sollte sich. Das sollte kein richtig geben. Es sollte. Dieses ganze Viech sollte es nicht geben. Okay, ich fasse es gar nicht an. Aber ich kann dieses Ding in alle Richtungen werfen. Und das funktioniert einfach gut. Okay, ich habe da oben das Licht freigeworfen. Aber was nützt mir das? Springen funktioniert nicht so richtig. Aber da oben ist ja noch. Doch. Ah, nice. Okay, cool. Oh, Petra, kannst jetzt kommen, mir ist egal. Kommen wir da durch? Boah, ich bin. Verbrenne ich mich jetzt selbst, oder was? Nur das Ding an, okay. Nice. Okay. Ich dachte, er drückt sich jetzt selber in den Verbrenner. Okay, gucken wir sie trotzdem alle. Okay, ich glaube, ich zünde hier gleich irgendwas an. Was auch immer ich da gerade gezündet habe. Ich bin nur noch nicht sicher, was ich eigentlich vorhab.
Er macht einfach irgendwas, aber was er genau vorhat, ist mir noch unbegreiflich. Was bin ich? Was soll ich? Was will ich? Ich bin eine Eisenbahn. Okay, war anscheinend doch noch okay, dass ich eine neue Folge aufgemacht habe. Der wartet da mit dem Hebel, der hat irgendwas vor. Okay. Was guckt ihr da auch so dumm? Wenn Mr. Hands kommt, ist vorbei. Alter Vater. Ich bin so ekelhaft. Ich muss erstmal einmal dran vorbei. Boah. Wie er einfach da weiterläuft, wie er gerade steht, weißt? Er dreht sich nicht mehr um. Und es sieht immer richtig aus. Also, er nutzt einfach 20 Hände für jeden Scheiß. Ich bin einfach nur so ein Schleimball. Ich drehe mich halt einfach. Drehe ich halt andersrum rum. Ist doch egal. Ich weiß nicht, ob er von beiden Seiten gleich aussieht, ob er symmetrisch ist oder so, aber... Weil, guck mal. Ich habe das Gefühl, egal auf welcher Seite er landet, er läuft dann einfach weiter so. Ach, da oben ist der Knopf. Nein! Warte. Ja, mal normal. Ich hab's verkackt gerade. Aber cool, die helfen mir. Entschuldige, mal nochmal bitte. Wieso helfen die mir? Mann! Hör auf damit, jetzt nimm ihn doch mal! Ich weiß nicht, warum er ihn immer wegschmeißt nochmal. Ist doch Blödsinn. Fass ihn an. Ja, jetzt hat er ihn. Oh, ich muss gleich durchlaufen. Ach du Scheiße. Okay, dann nochmal. Okay, hopp. Ziehen. Fangen. Er hat ihn gefangen, gut. Hopp. Und durch. Irgendeiner hat gerade Spaß mit ihm. Hat ihn einer verarscht? Das war eine Falle. Okay. Das ist mir egal, ich geh einfach wieder raus. Ich bin ein bisschen fett. Aber ich bin schön. Vor allem spielen ewig lange noch diesen Fleischball. Ich bin confused. Warum? Ich war nur ein kleiner Junge. Ich bin nur weggelaufen vor irgendwelchen Typen, die mich erschießen wollten. Und dann fange ich an, Schweine zu quälen und die Menschheit zu vernichten. Ich bin wunderschön. Wer denkt sich denn das aus? Okay, jetzt muss aber irgendwie mal ein Klimax kommen. Ich will jetzt wirklich wissen, was das Ende ist. Ich meine, du kannst ja nicht ewig durchziehen mit diesem Vieh. Frei?
Ja, ich glaube, ich bin frei. Jetzt liegen wir ein bisschen am Strand rum und sonnen uns die Bäuche. Oder das Gebäuch. Ich weiß nicht so genau. Steuern kann ich nicht mehr. Das muss also das Ende sein. Warum habe ich das noch nicht gespielt vorher? Das ist abgefahren. Arndt Jensen, hör mal, Digga. Komm runter, Junge. Komm echt runter. Ohne Scheiß, Mann. Aber er wollte anscheinend raus, ja? Okay, üblicherweise gebe ich ja am Ende eines Spiels immer noch ein bisschen meine Meinung dazu ab. Ich habe es heute gekauft, gespielt, aufgenommen, komplett alles jetzt. Waren jetzt nicht ewig viele Stunden. War ein bisschen was, ich kann es jetzt gerade nicht genau sagen. Aber ich bin... Was soll ich sagen? Es war schon ein Erlebnis, definitiv. Ich fand den Schwierigkeitsgrad moderat, also war nicht so schwierig, die Rätsel zu lösen. Einige hat man vielleicht zwei, dreimal gehangen, aber also ich fand jetzt nichts richtige, totale Dreckskopfnüsse oder mega kompliziert oder Geschicklichkeitserfordernisse oder sowas gar nicht. Also spielt sich alles sehr, sehr flüssig und gut. Wenn man halbwegs ein bisschen mit Rätseln klarkommt, kommt man da locker mit durch. Und die waren auch wirklich trotzdem alle recht nett designt, war jetzt auch nicht zu simpel irgendwie, also es war schon okay. Und ja, was soll ich sagen, die Aufmachung ist godlike, also das war wirklich krass. Also es ging am Anfang erstmal schon mal los, wo man erstmal einem Schwein den Schwanz ausreißt, das war erstmal schon irre. Ich meine, das Schwein, das überhaupt losgelaufen ist, das war schon kaputt. Die Animation sehr, sehr großartig, also wirklich cool. Ich weiß immer noch nicht, wer Petra ist und was sie wollte von mir und warum ich plötzlich auch atmen konnte unter Wasser, aber ich kann es mittlerweile, war cool. Das habe ich nicht ganz verstanden, diesen Teil, aber trotzdem, war interessant. Und die Welt ist strange gewesen, definitiv sehr, sehr strange. Erst wollte mich alles töten und dann das erste Mal, wo ein Mensch sieht, der einen nicht töten will, also einen richtigen lebenden Menschen, läuft er gerade so hinter ihm und stolpert dann noch über den Stuhl und man denkt, er will einen jetzt auch wieder töten. Ich weiß nicht genau, warum sie einen gejagt haben, aber anscheinend war man ja der Schlüssel zu diesem Ding, das unbedingt in die Freiheit wollte. Warum er so eine komischen Fähigkeiten hatte da und alle kontrollieren konnte, weiß ich nicht. Aber es gab anscheinend irgendwie so eine versklavten Dinge. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob noch was passiert oder... Ah ne, jetzt wird nur noch dunkel. Okay, auf jeden Fall grundsätzlich gutes Spiel. Dann geht's wieder einfach von vorne los. Oder komme ich jetzt als das fette Viech dadurch? Das wäre geil jetzt so am Ende noch, dass man den Anfang nochmal so mit dem fetten Viech spielen kann. Ah, das ist jetzt einfach nur der Anfang. Dann geht's los. So sah ich mal aus. Das waren noch schöne Zeiten. Ich weiß nicht mal, wo ich dahergekommen bin. Du bist ekelhaft, Junge. Du bist echt ekelhaft. Da warst du noch unschuldig in meinen Augen. Ich dachte, du bist wirklich ein kleiner Junge, der flieht vor irgendwas Bösem. Von wegen fliehst du vor irgendwas Bösem. Du bist das Böse. Was ich jetzt noch wissen wollte, ist, ob ich an diesem Lastwagen am Anfang sterben kann. Wenn ich direkt vorlaufe oder sowas. Bin ich mir nämlich nicht sicher. Bin nochmal vorsichtig geblieben. Da ist dieser Lastwagen. Aber schön gemacht hier, oder? Also ich meine, jetzt wo ich den Wald nochmal sehe, der war auch nice. Nee. Okay, gut. Ich will jetzt das Spiel auch nicht nochmal von vorne spielen. Reicht. Aber
geiles Spiel, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr irre. Sehr gut. Er schleicht auch hier nur. Nachher hat er ja gar nicht mehr geschlichen. Ich verstehe zwar die Story nicht, aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen, der auf dieser Art Spiel steht. Also das ist krank. Okay, gut, dann würde ich sagen, ciao.